sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Frau Bundesministerin der Verteidigung, sehr geehrter Herr Staatsminister, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Deutschen Bundestages, sehr verehrte Frau Wehrbeauftragte, sehr geehrter Herr Bürgermeister Kaas, sehr geehrte Damen und Herren, Soldatinnen und Soldaten, liebe Angehörige und Familien, unsere Rekruten, aber vor allem liebe Rekrutinnen und Rekruten. Das ist etwas Einzigartiges, dass Truppen, die erst vor wenigen Tagen aus dem gefährlichen Einsatz zurückgekehrt ist und für diesen Einsatz gerade ausgezeichnet wurde, zusammen mit den Kameradinnen und Kameraden antritt, die in wenigen Momenten ihr Gelöbnis abgeben. Die Kameraden des Evakuierungsverbandes, die heute hier stehen, haben in der Evakuierungsoperation ihr militärisches Können, hohe persönliche Einsatzbereitschaft, Einsatzwillen, ihren Mut und ihre Tapferkeit bewiesen. Sie haben das getan, was Sie, liebe Rekruten, in wenigen Minuten gelobt werden. Nämlich das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Sie haben anderen, die in höchster Not waren, mit der Einsatz ihres eigenen Lebens geholfen und damit Tausende von Leben gerettet. Kameradinnen und Kameraden des Einsatzverbandes, für Ihre Leistung und Ihren Einsatz gebührt Ihnen mein Respekt und unser aller Dank. Für Sie, liebe Rekrutinnen und Rekruten, sind diese Männer und Frauen ein Vorbild, das Ihnen eindringlich vermittelt, was unseren Dienst so einzigartig macht, auf was Sie sich als Soldat einlassen und wofür Sie als Soldat kämpfen. Fallschirmjäger in Seedorf wissen nur allzu gut, was es bedeutet, unseren Eid einzulösen. Ich gedenke heute besonders aller Kameradinnen und Kameraden, die aus dem Einsatz nicht gesund zurückgekehrt sind, deren Leib und Seele verwundet wurden, die gestorben oder gefallen sind. Wir werden sie nie vergessen, das verspreche ich Ihnen und insbesondere den Angehörigen und Familien. Kameraden des Fallschirmjägerregiments 31 halten die Erinnerung an ihre Kameraden wach, indem sie ihre jährlich gedenken. Mit den Gedenksteinen hier in der Kaserne haben sie ihnen ein bündiges und dauerhaftes Andenken gegeben. Afghanistan hat die Gedenkkultur der Bundeswehr geprägt wie kein Einsatz zuvor. Unsere Gedenkstätten insgesamt an der Bundeswehr sind ein Zeichen unseres gemeinsamen Andenkens. Liebe Rekrutinnen und Rekruten, nicht alle Rekruten spüren bereits in den ersten Tagen bei der Bundeswehr, was es heißt, bereit zu stehen, abgerufen zu werden und in einen Einsatz zu verlegen, so wie Sie es hier am Standort erfahren können. Nehmen Sie diese Erfahrung mit in Ihre Stammeinheit. Ich bin mir sicher, Sie werden von dieser Erfahrung in Ihrer Dienstzeit immer wieder profitieren. Ihre Vorgesetzten und Ausbilder in der Grundausbildung sind einsatzerfahrene Profis. Wir haben sie in den vergangenen 3 Monaten ausgebildet. In der Waffen- und Schießausbildung, beim formalen Gefechtsdienst, aber auch im täglichen Miteinander haben sie ihnen die geistigen wie auch die handwerklichen Grundlagen unseres Berufes vermittelt. Wir haben ihnen beigebracht, wie elementar es ist, dass jeder sein militärisches Handwerk beherrscht. Vom Jäger bis zum General. Sie haben ihnen beigebracht, dass sie sich geistig und körperlich fit halten müssen, um unter Stress die erforderliche Leistung zu erbringen. Sie haben ihnen vermittelt, wofür unser Dienst steht, wofür wir eintreten. Das ist wichtig, denn nur wenn sie verstanden haben, wofür sie kämpfen, werden sie es als innere Bereitschaft. Und sie haben ihnen vorgelegt, dass es auf weit mehr ankommt als auf den Einzelnen. Denn nur, wenn alle zusammenwirken, wenn sie zu einer Gemeinschaft werden, wenn sie sich auf den Kameraden an ihrer Seite zu 100% verlassen können, dann werden sie in vorderen und gefährlichen Aufträgen auch bestehen. Deshalb sind Gehorsam und Disziplin, Hilfsbereitschaft und Kameradschaft für uns Soldaten unabdingbar. Ich danke allen Ausbilderinnen und Ausbildern für ihre hervorragende Arbeit. Sie haben ihr ganzes Wissen und ihre ganze Erfahrung eingebracht, die jungen Soldatinnen und Soldaten auf den weiteren Diensten der Bundeswehr bestmöglich vorzubereiten. Rekrutinnen und Rekruten, in wenigen Minuten werden wir auch Sie sich zur Grundpflicht des Soldaten bekennen und geloben bzw. schwören, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Nachdem Sie nun schon fast 300 Uniform tragen, werden Sie durch das Aussprechen der Altersformel endgültig zum Staatsbürger in Uniform. Sie tun dies nicht im Stillen, sondern vor Ihren Freunden und Familienangehörigen, vor den anwesenden Politikerinnen und Politikern und heute sogar im Beisein unserer Ministerin und unserer Bundeskanzlerin. Ich danke Ihnen für Ihre persönliche Entscheidung, in der Bundeswehr für Ihr Land zu dienen. Sie übernehmen die sichtbare Verantwortung und treten für Freiheit, Recht, Menschlichkeit und Frieden.
einer immer stärker auf materielle Werte ausgerichteten und zudem zunehmend individualisierten Welt ist dies alles andere als selbstverständlich. Ich versichere Ihnen aber, dass Ihr Dienst für unser Land wertvoll ist. Rekrutinnen und Rekruten, ganz egal wo, ob im In- oder im Ausland, wir leisten unseren Dienst immer auf der Grundlage des Grundgesetzes, als Ausdruck des demokratischen Willens unseres Volkes, mit starker Kontrolle des Parlaments und dem Auftrag der Regierung. So war es auch jetzt im Rahmen der Stabilisierungsoperation, ist es in einleitenden Einsätzen und erst recht bei der Landes- und Bündnisverfassung. Kameradinnen und Kameraden, in wenigen Tagen endet die Rekrutausbildung, neue Herausforderungen werden auf Sie warten. Und schon bald sind auch Sie alle einsatzbereit, jederzeit weltweit. In den Auslandseinsätzen zur Abschreckung im Rahmen der Bündnisverteidigung der NATO, bei künftigen Evakuierungseinsätzen und bei der Anziehung im Inland. Nehmen Sie sich das Mindset der heute mit Ihnen angetretenen Kameradinnen und Kameraden dieses Evakuierungsverbandes zum Vorbild. Gehen Sie Ihre kommenden Herausforderungen mit Mut, Zuversicht und Entschlossenheit an. Für Ihren Dienst für Deutschland und Ihren Weg in der Bundeswehr wünsche ich Ihnen Soldatenglück, Gottes Segen und Allzeit.